heute beispielsweise haben verschiedene Medien noch einmal recherchiert, dass es massive Einflussnahme Russlands auf Wahlberichterstattung und auf Informationen gibt. Verschiedene Medien kann man nachlesen, können alle im Internet noch einmal überprüfen, die genau darauf ausgerichtet sind, Sarah Wagenknecht zu stärken, die BSW zu stärken und die AfD zu stärken. Diese Einflussnahme Russland gibt es, die haben wir schon in verschiedenen Ländern der Welt beobachtet. Das ist die gezielte Strategie, Moskaus Demokratien von innen heraus zu destabilisieren und Parteien zu unterstützen, die aus Sicht Moskaus als russlandfreundlich wahrgenommen werden. Und die BSW ist eine solche Partei. Es gibt dazu einen passenden russischen Witz. Dieser geht so. Der Schwiegersohn ruft die Schwiegermutter an. Hallo Margareta Pavlovna, Sie waren gestern bei uns Tee trinken. Und wissen Sie, wir können seitdem die goldenen Ohrringe meiner Frau nicht finden. Sie sind wie vom Erdboden verschluckt, sagt die Schwiegermutter. Und da stellst du mir im Ernsten, dass ich die Ohrringe meiner Tochter gestohlen habe, sagt der Schwiegersohn. Ich unterstelle nichts, aber ich möchte erst mal, dass Sie unserem Haus wegbleiben. Am nächsten Tag ruft der Schwiegersohn wieder an. Margareta Pavlovna, wir haben die Ohrringe gefunden. Ach, das ist gut. Na, dann komme ich heute Abend wieder zu euch. Nein, die Ohrringe sind zwar da, aber ein gewisser Nachgeschmack ist hängen geblieben. Dieser Witz beschreibt genau die Russland-Berichterstattung der deutschen Kampfmedien. Genauer, die Berichterstattung über alles, was auf Russland projiziert wird. Nachgeschmack bleibt immer hängen, auch wenn sich die ursprüngliche Nachricht als Propagandalüge entpuppt, wie vor einem Monat beim Raketenangriff auf die ukrainische Militärakademie Poltava, die zwar Kommunikationsschule heißt, aber eindeutig ein militärisches Objekt ist. Oder wenn die Nachricht lupenreine Schwurblerei im besten Russenkonjunktiv ist, wie die Erzählung über die neuzeitliche Brunnenvergiftung, vermutliche Sabotageversuche an den Wasserwerken bei der Bundeswehrkaserne mit dem passenden Namen Wahn, an der NATO-Basis Geilenkirchen und zuletzt in Mechernich bei Euskirchen. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hat schon mit dem Finger in Richtung Russland gedeutet und auch der Angehörige des parlamentarischen Kontrollgremiums Konstantin von Notz von den Grünen hat gesagt, naja, wenn man ermittelt, dann sollte man doch in Richtung Russland ermitteln. Das scheint nach den Vorfällen, die wir kennen, den Cyberangriffen zum Beispiel auf den Bundestag und den Geschehnissen rund und Komplikationen rund um den Ukraine-Krieg wahrscheinlich. Putin sei es gewesen, weiß sofort der Funktionär der Sekte der Zeugen Strack-Zimmermanns, die bei den jüngsten Wahlen unterhalb statistischer Erfassungsgrenze landete. Der Verdacht steht im Raum, es könnte sich um russische Sabotage handeln, weiß der Grüne von Notz, Vertreter einer Partei, die für ihre Wahlklatschen Putin statt sich selbst verantwortlich macht. Die Beweislage kann gar nicht erdrückender sein. Dieses Loch im Maschendrahtzaun um das Wasserbehälter herum ist doch die Signatur russischer Brunnenvergifter, oder? Die Stadt Mechernich gab bekannt, dass offenbar niemand auf das Gelände des Hochwasserbehälters eingedrungen war. Gefundene Spuren wurden Tieren zugeordnet. Wer kann ausschließen, dass die Russen Tiere für Sabotagezwecke einsetzen? Nur als Tipp für die Konjunktivphalanx. Die Wasserproben wiesen in allen drei Verdachtsfällen keine Fremdstoffspuren auf. Man kann sagen, damit waren die metaphorischen Ohrringe wieder gefunden. Aber den Nachgeschmack konnte es nicht vertreiben. Einmal getriggert, wirken die Ohrängste wie die vor Brunnenvergiftung unwillkürlich nach. Und die Verknüpfung mit dem Übeltäter ist schon gebaut. Der bislang bekannteste Vorfall angeblicher Wasservergiftung in Deutschland liegt schon ein paar Jahre zurück. Genauer 635 Jahre zurück. Und ist beschrieben in Jakob Twingers elsässischer und straßburgischer Chronik, datiert rund um das Jahr 1386. Bei dem großen Sterben wurden die Juden in allen Landen verleumdet und geziehen, sie hätten Gift in das Wasser und die Brunnen getan. Und darum wurden die Juden verbrannt von dem Mittelmeer bis in die deutschen Lande. Der Chronist wusste damals schon, dass es bei den Vergiftungsgeschichten vielmehr um den Besitz, insbesondere die Pfandbriefe der jüdischen Mitmenschen ging, als um die Bekämpfung vermeintlicher Saboteure. Auch Frankreich könnte
das Ziel russischer Sabotage seien. So tauchten plötzlich nach dem Ausbruch des Gazakrieges an mehreren Gebäuden in Paris blaue Davidsterne auf. Über Nacht von unbekannter Hand wahllos auf die Wände gesprüht, ohne jedes erkennbare Muster. Es seien zwei moldawische Graffiti-Sprayer gewesen, die nach der Festnahme der Polizei ausgesagt haben, ein, Achtung, russischsprachiger Mann habe ihnen den Auftrag gegeben und Geld dafür bezahlt. Es blieb unklar, ob das eine pro- oder eine anti-israelische Botschaft sein sollte. In beiden Fällen waren sich die deutschen Medien schnell einig, könnte der Kreml hinter dieser Verwirrungsaktion gestanden haben. Warum ausgerechnet Kreml, müsste man fragen. Kann es theoretisch Netanjahu gewesen sein oder Selenskyj? In Israel spricht jeder fünfte Russisch, in der Ukraine praktisch jeder. Ein weiteres Beispiel von vielen, die jüngste Enthüllung der Investigativtriade NDR, WDR und SZ. Eine russische Politagentur mache gezielt Stimmung und verbreite pro-russische Narrative im Westen mit Karikaturen und Memes wie diese. Circa 250 Posts soll die Agentur veröffentlicht haben auf einem Telegram-Kanal mit, Achtung, 6.500 Abonnenten. Der Geschäftsführer Ilya Gambaschidze, hätte er lieber Ivanov oder Petrov geheißen, präsentiert sich als Oberbefehlshaber der ideologischen Streitkräfte in einem Werbevideo. Entweder verarscht der gute Gambaschidze seinen Auftraggeber im Kreml, wenn es den gibt, oder es sind einfach nichts Schlimmeres als mehr oder weniger witzige, mehr oder weniger alberne Karikaturen mit Aufrufzahlen sogar noch unterhalb der FDP-Wahlergebnisse. Wie die deutschen Ermittler es sich vorstellen, steht unter diesem Cartoon. Und man muss sich fragen, was denn daran Fake News ist. Es fasst im Gegenteil die offizielle deutsche Nord Stream-Erzählung überspitzt humoristisch, aber faktengetreu zusammen. Das sind sie also, die Fake News und Narrative, mit denen Moskau nichts Geringeres vorhat, als die Bundesrepublik aus dem transatlantischen Pakt herauszulösen. Die Deutschen lassen sich am einfachsten manipulieren, soll Putin festgestellt haben, laut der Konjunktivbrigade. Es gebe dazu glaubhafte Hinweise, sagt eine vertrauliche Behördenanalyse. Eine vertrauliche Behördenanalyse. Reicht das nicht als Beleg? Wenn ja, dann läge womöglich Putin gar nicht so falsch mit seiner Manipulierbarkeitsvermutung. Und wer immer noch skeptisch grinst, bitteschön, hier ist der Totschlagbeweis. Die zwei öffentlichen E-Mail-Adressen des Verfassungsschutzes wurden neulich mit belanglosen Mails bombardiert. Teilweise auf Russisch, steht bedeutungsschwer im Schlusssatz des Tagesschau-Artikels. Na dann schon gleich mit Signatur und Dienstausweis, Oberst Medvedev, FSB, Hauptverwaltung Fake News. Wer die Intelligenz des eigenen Publikums so gering schätzt, dem sind auch alberne Karikaturen auf einem irrelevanten Telegram-Kanal tatsächlich eine ernstzunehmende propagandistische Konkurrenz. Oder einfach gefragt, geht es noch dümmer? Welche Probleme identifizieren die Grünen für sich? Wo wollen sie künftig etwas anders machen? Wir wollen noch klarer herausstellen, wie wir dieses Land nach vorne bringen. Ich glaube, das Schlechtreden, was hier auch an diesem Tisch sehr viel gemacht wird von Deutschland, hilft uns da nicht. Das zahlt in die Kreml-Narrative ein. Putin ist gerade unterwegs, das haben wir wieder an Berichterstattung gesehen, und hat BSW und AfD als Handlanger, um die Angst zu schüren in diesem Land, um Verunsicherung zu schaffen. Und das ist ein Riesenproblem.